Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Campingkinder-Podcast mit Eva und Inke. Heute sind wir ganz gespannt, denn wir weichen von unserem üblichen Modell ab und wollen eine etwas andere Folge haben. Inke, erzähl mal, was haben wir uns vorgenommen? Ja, genau. Also uns haben erstmal ganz, ganz vielen Dank dafür so viele Anfragen, Themenideen, Themenwünsche und so weiter erreicht. Viele auch, die irgendwie jetzt kurzfristig beantwortet werden müssen, weil es zum Beispiel auch um Weihnachtsgeschenkfragen und sowas geht, dass wir gesagt haben, ach komm, wir haben eigentlich schon so eine lange Liste, was wir alles machen wollen, aber jetzt schieben wir mal so eine Folge mit lauter Mini-Themen, nenne ich es mal, dazwischen. Und das ist jetzt heute. Ihr dürft gespannt sein. Wir haben die gesamte Bandbreite, würde ich mal sagen, haben wir hier. Und ja, wir fangen an mit einem Thema oder einem Input, den uns der liebe Steven gegeben hat, nämlich zum Thema einfach Camping. Dieses Portal hatten wir in unserer Folge zum Thema, wie findet man den perfekten Campingplatz, kurz genannt. Und wir waren darauf oder hatten gesagt, ja, man kann besonders gut kleine Campingplätze finden und einfache Campingplätze. Das ist so nicht ganz richtig. Eva, willst du noch mal weiter drauf eingehen? Was ist einfach Camping und genau, was haben wir noch dazugelernt jetzt? Also erstmal danke, wir freuen uns immer über Feedback und auch über konstruktive Kritik in dem Sinne und wir lernen sehr gerne dazu. Also einfach campen war uns bislang nur ein Begriff im Sinne des einfachen Campingplatzes, aber das Konzept ist noch ein bisschen größer. Es gibt da eine Facebook-Gruppe zu, es gibt da eine Internetseite zu und es gibt sogar eine Android-App zu, habe ich gestern gelernt. Und eine sehr, sehr coole Google Maps Karte, auf der verschiedene Campingplätze markiert sind, die in die Kriterien fallen. Also die Kriterien sind, man schaut als vierköpfige Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, darf nur ein bestimmtes Budget haben. Ich lasse mich nicht festnageln, aber es ist 36, 38 Euro, auf jeden Fall unter 40 Euro. Und ja, man soll in diesem Rahmen auf jeden Fall eine Nacht gut verbringen. Hunde sind nicht mit drin und mehr Kinder sind nicht mit drin in diesem Budget. Wäre natürlich noch möglich, aber das sind soweit die Möglichkeiten, die für die Grundrecherche der Plätze der Fall sind. Und auf der Map sind dann ganz, ganz viele angemarkt, die überall in Europa vorhanden sind. Und das heißt nicht, dass dieser Platz einfach ist. Das heißt nur, dass dieser Platz unter diese Kriterien fällt. Wir selber waren auch schon auf einem dieser Plätze, habe ich gestern bei der Recherche gesehen. Am Hardorfer Strand waren wir, Hardorfer See mit Hardorfer Strand. Und so einfach fand ich den Platz tatsächlich gar nicht. Es war sehr, sehr schön. Es gab einen See, auf dem man auch SUP fahren konnte, schwimmen konnte. Wir standen mit Blick auf Wasser, zwar hinter einem Zaun, was Inkes Lieblingsstellplatzposition ist, wenn es um Wasser geht. Aber wir haben ja noch ein bisschen kleinere Kinder, deshalb war dieser Zaun für uns tatsächlich mehr Glück als Übel. Und es war wirklich ein schöner Platz. Wir standen da mit Freunden, erste Reihe so mehr oder weniger. Ein schönes Café gab's, ein Minigolf gab's, einen tollen Spielplatz. Also so einfach war es tatsächlich nicht. Und ich würde sagen, für jede Familie ist es auf jeden Fall wert, mal bei Einfach Camping vorbeizugucken. Ob auf der Internetseite oder in der App oder auf der Facebook-Gruppe. Ich glaube, da sind noch ein paar versteckte Schätze, die man auf jeden Fall mal betrachten dürfte. Also vielen, vielen Dank, Steven, für diesen Tipp. Wir sind auf jeden Fall schlauer geworden und ich hoffe, ihr auch. Diese Folge hat jetzt auch die Schwierigkeit, da es so viele verschiedene Themen sind, wie man ganz elegant von dem einen Thema ins andere schlüpft. Und ich glaube, das ist die besondere Herausforderung. Aber ich habe mir genau überlegt, wie wir von diesem Thema ins nächste kommen, weil Steven hatte noch eine Anmerkung an uns. Und das ist der bindende Faden. Es geht nämlich darum, dass wir übers Wassercamping oder auch die Wasserwanderer gesprochen haben. Gerade zusammen mit der Yvonne, aber auch im Zusammenhang damit, dass ich ein Seglerkind bin. Und zwar gibt es die Möglichkeit, auch anders auf dem Wasser zu campen. Nicht nur als Hausboot, sondern tatsächlich mit dem eigenen Camper. Was mega, mega spannend ist, es gibt die Version Free Camper. Inke, erzähl mal, was das ist. Genau, das ist wie so eine Art Floß im Prinzip. Das
in erster Linie habe ich das jetzt nur für die Mecklenburgische Seenplatte gefunden, beziehungsweise ist mir auch nur für dort bekannt. Eva und ich hatten lustigerweise beide irgendwann vor Ewigkeiten mal so ein WDR- oder MDR-Reisemagazin zu dem Thema gesehen. Falls wir die Folge verlinken können, machen wir das hier mal. Aber ich weiß immer nicht genau, ob das mit den öffentlich-rechtlichen, mit der Verlinkung so klappt. Wir probieren das auf jeden Fall aus. Also Sinn der Sache ist im Prinzip, du hast wie so ein Floß oder ein Boot, wie auch immer man es nennen will. Da kannst du mit deinem Campingfahrzeug drauffahren und dann kannst du mit deiner Familie in den gewohnten Betten, in der gewohnten Umgebung da schlafen und halt irgendwie über die Seen schippern. Total cool. Was mir selber nicht so ganz schlüssig ist, beziehungsweise ich glaube, ich will es einfach nur nicht ausschließen, ob man da drauf ein Zelt stellen kann. Also ich glaube, es ist eher schwierig. Also unser Zelt würde von den Abmaßen auf jeden Fall nicht drauf passen. Das habe ich schon recherchiert. Aber ich kann da ja schlecht meine Schrauben in das Floß schrauben, um das ganze Ding abzuspannen. Seid ihr zu breit? Ja, genau. Ich habe nämlich gelesen, dass Wohnmobile bis 8 Meter Länge drauf können. Seid ihr breiter als ein Wohnmobil? Ja, wir sind ja 5 mal 8 Meter breit. Oh, okay. Ja gut. 5 ist... Ich habe das gestern gesehen, wie da so ein Van drauf stand. Und ja, du konntest daneben dran laufen, aber 5 Meter waren es, glaube ich, nicht. Und das sind ja auch so Fahrspuren drauf. Das ist ja irgendwie so Lochblech oder sowas. Ich glaube, damit würde ich mir den Zeltboden kaputt machen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich frage die nochmal an. Und vielleicht mit so einem kleinen Pop-up, was man dazwischen stellen kann oder so, könnte es ja vielleicht gehen. Aber gut, da gibt es auf jeden Fall scheinbar auch nicht nur diesen einen Anbieter in dem Bereich, sondern irgendwie noch mehrere. Das habe ich nämlich dann rausgefunden, als ich zu Eva sagte, ja, ich kenne aber noch ein anderes Fahrzeug, was ich richtig geil finde. Und das wäre tatsächlich so ziemlich eine der wenigen Dinge, gegen die ich auch mein Zelt eintauschen würde. Ich wusste nicht mal, wie es heißt. Und ich bin gespannt, wer von euch den Namen direkt weiß. Aber die meisten kennen das Fahrzeug. Darum fange ich erstmal ohne Namen an. Das ist so eine Hybridmischung aus Wohnwagen und Boot im Prinzip. Also du kannst das einfach hinter deinem Auto herziehen als Wohnwagen und du kannst das aber auch im Wasser durch die Gegend fahren als Boot. Und es heißt, meinen Recherchen zufolge, Departure One. Und es gibt das in der S- und in der M-Variante. Ich glaube, ich habe gesehen, dass das auf irgendeiner Campingmesse vorne davor stand. Aber ansonsten habe ich noch niemanden getroffen, der das besitzt oder irgendwie Erfahrung damit hat, geschweige denn mal von innen gesehen hat. Mich würde sehr interessieren, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Ich habe es auch mal in so einem Reisemagazin gesehen und fand es mega. Und ja, seitdem hätte ich das vielleicht gerne. Ich glaube aber erst, wenn wir nicht mehr mit so vielen Leuten unterwegs sind, sonst sind wir wieder bei dem Thema eng und ich kriege die Krise. Ja, ich glaube, es ist auch für nur 2 oder 4 Leute gedacht. Also ich glaube, die beiden Ausführungen sind tatsächlich nicht für euch 6 gedacht, außer ihr stapelt euch oder jemand schläft draußen oder so. Aber ich finde es auch mega spannend. Das ist echt schick. Auch dazu habe ich mir eins von diesen Magazinen angeguckt, war auch öffentlich-rechtlich, aber vielleicht kriegen wir es ja verlinkt. Mega, mega spannend, wirklich schnittig. Und auch das Slippen schien, also Slippen ist für die, die nichts mit Booten zu tun haben, das Ding von Land in Wasser verfrachten, ging ganz gut und auch mit den ganz normalen Zugfahrzeugen. War echt spannend, kann man sich auch mieten sonst, wenn man noch selber keins hat. Ob das jetzt die Alternative zum Hausboot mit Mischung des Wohnwagens ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber es war schon echt ein extrem cooles Ding. Wie heißt das, Inke? Departure One. Cool. Also entweder googeln oder einmal in den Shownotes gucken. Aber sowohl das mit dem Floß von den Freecampern und anderen Anbietern, als auch das Departure One. Vielleicht gibt es da auch noch andere Anbieter. Es sind ja jetzt immer mehr Hersteller, die sonst im Bootsbau sind, Yachten bauen und sowas, im Bereich der Wohnwägen und Wohnmobile vorhanden. Ich habe mir eine auf der Caravan Salon angeguckt. Den fand ich auch. Also du siehst, wenn du in so ein Ding reinkommst, dann siehst du schon, dass es aus dem Bootsbau kommt. Und es gibt schon so kleine Sachen, die definitiv auch Sinn machen, wenn du auf Land unterwegs bist. Also bestimmte Befestigungsarten, bestimmte Raumaufteilungen und sowas. Und es hat schon ein anderes Flair. Also es hat ein jachtiges Flair. Und so ein bisschen, also sowohl Inka als auch ich sind ja ein bisschen Glamping unterwegs. Und wenn du dann auch in so ein Ding kommst, ich glaube, mehr Glamping-Feeling
was direkt auf dich einschlägt, hast du gar nicht. Also finde ich schon echt extrem cool. Ich habe letztens noch irgendwo was gesehen. Das sind so Gläser und die haben so ein Magnetding da unten drunter. Und dann kannst du die halt mit dem Magnet ins Regal kletten oder kleben. Kannst du da halt irgendwie festmachen. Das finde ich auch echt richtig cool. Ich meine, das wäre jetzt in unserem Zelt wirklich Quatsch, ne? Aber wo soll ich es da hin machen? An die Zeltdecke irgendwie. Aber ja, fand ich auch irgendwie cool. Und die schrieben nämlich auch, dass sie bisher immer nur im Schiffsbau unterwegs waren und jetzt halt irgendwie auch die Anlandcamper oder wie auch immer man sie bezeichnen soll, als Zielgruppe entdeckt haben. Ja, ich bin gespannt, ob sich sowas durchsetzt. Habt ihr solche Sachen verbaut bei euch? Also das sind unter anderem Gläser von Sylvie, die haben unten einen Magneten drin und du kannst die an jegliche Fläche pappen, die irgendwie metallisch ist. Die liefern aber auch meist so Klebepads mit, die kannst du dann dir überall dran packen, ob du das kopfüber aufhängen möchtest oder gerade stellen willst, das sei dir selber überlassen. Ich habe von dem Trend gehört, bei Obelink mal die Dinger irgendwo dran zu packen und zu gucken, wie lange sie halten, und das ist wohl ein Trend, der einige Gläser kostet. Deshalb bin ich nicht überzeugt, das Ding tatsächlich über Kopf irgendwo hinzuhängen. Aber wir haben als Werbegeschenk mal 2 Stück gekriegt und das ist schon cool. Also es ist auf jeden Fall mit Bewegung und so. Ich habe Leute gesehen, die haben sich das vorne ins Cockpit vom Auto gepackt. Also die haben dieses Pad sich auf die Armatur geklebt und haben da dann was drauf und haben dann nichts zu trinken drin, sondern Snacks. Finde ich jetzt auch nicht zwingend verkehrt, ne? Ich dachte schon, die haben da immer schönen Rotwein drin, wenn die durch die Gegend fahren. Das macht natürlich die Fahrt auch gleich viel entspannter. Genau, ist man gleich viel lustiger dabei. Und wer will schon Rotweinflecken auf dem schönen Alcantara-Leder hell oder wie das irgendwie im Wohnmobil vorne haben? Ah, ich glaube, wenn ich mir den Rotwein auf dem Beifahrersitz gebe, dann kommt das nicht gut. Ich glaube, das ist nichts, was... Also meine Stimmung wird tatsächlich besser dadurch. Aber ich weiß nicht, ob die des Fahrers da... Ich glaube, mit Snacks sind alle bedient, auch die, die hinten sitzen. Ja, wobei der Rotwein bestimmt mehr Spaß gemacht hätte. Wir haben so ganz einfache 0815 Weingläser, die aber echt ganz schön aussehen, vom Kick und Action. Erst gab es sie nur bei Kick und dieses Jahr wurden die jetzt auch bei Action ins Sortiment aufgenommen. Die sind einigermaßen schön, ich würde sagen halb schön. Was ist denn halb schön? Also ganz schön, das kann ich nicht behaupten, aber halb schön. Ich werde vielleicht im Anschluss an die Folge mal ein Foto davon posten und dann können die Leute mit diesem Ding bei Insta abstimmen. Weißt du, wie schön sind die? Und dann den Daumen nach rechts verschieben, dann werden wir sehen, sind die halb schön oder... Oder mehr schön. Ja. Welcher Prozentsatz schön? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber unsere Weingläser sind tatsächlich auch nicht von Sylvie. Das sind nur so, das ist das Wassergläser, normale. Und die sind bei uns tatsächlich auch mehr Spielerei, weil wir mit den Sachen, die wir haben, sowieso ein bisschen anders platzieren müssen. Also Gläser mit Stiel kommen erst raus, wenn die Kinder tatsächlich schlafen, weil dieses gegen den Tisch laufen, da brauche ich ein Glas, was nicht direkt umfällt. Das ist mir einfach sonst auch ein bisschen zu gefährlich, wenn mir das alles... Im Wohnwagen wäre extrem furchtbar, wenn er da umfällt und auf die Polster geht. Die kann ich echt mega schlecht waschen. Aber im Vorzelt finde ich es auch schon doof, wenn da irgendwas umfällt. Und das passiert oft genug. Da muss ich also gucken, dass ich die Gegebenheiten so schaffe, dass ich die Chancen so minimal wie möglich halte. Und ich will es gar nicht komplett auf die Kinder schieben. Ich bin auch jemand, der tatsächlich Ecken mitnimmt und... Ja, immer blaue Flecken, so Hüftbereich und sowas hat, weil ich renne gegen Sachen. Das, ja, Spezialität, weiß ich nicht. Ja, mir fällt auch immer alles runter. Die Kinder meinen immer, sie müssten für mich noch mal ein Lätzchen mitnehmen, weil beim Essen fällt mir auch immer alles runter. Das ist schon der Running Gag, weil jetzt inzwischen passiert das den Kindern nicht mehr, sondern nur noch mir, aber gut. Und jetzt sind sie auch schon so alt, dass du es nicht mehr auf sie schieben kannst. Ist so. Ah, Gemeinheit. Ist so. Aber wo wir ja hier schon gerade über verschiedene Gläser reden, würde ich glatt mal zum nächsten Fragepunkt kommen. Das kam und kommt irgendwie ganz, ganz oft von euch. Was muss man unbedingt mitnehmen? Und ich würde schon einmal kurz vorgreifen, damit diese Folge nicht 3,5 Stunden lang wird, weil wir noch so viele andere Fragen haben, habe ich jetzt im Vorfeld überlegt, wir überlegen uns jeder irgendwie eine Sache, die wir wirklich als absolutes Top finden, und gehen darauf ein
und schnacken ein bisschen darüber und dann machen wir weiter. Aber wir versprechen euch, wir machen nochmal eine Folge genau dazu. Und da könnt ihr euch nochmal wünschen, wollt ihr das separat einmal für Zelt haben und einmal für Wohnwagen oder wie möchtet ihr das? Schreibt uns gerne an. Möchtet ihr so eine gesammelte Folge? Viele Dinge sind halt unterschiedlich, denke ich, was man so mitnehmen muss. Konkretisiert euren Wunsch gerne nochmal. Und dann können wir genau besprechen und können wir da nochmal genau drauf eingehen. So, jetzt aber los. Eva, was muss man unbedingt mitnehmen? Also ein Must-Have, finde ich, und da kommt man, wir sind jetzt bei Thema Wohnwagen, und da kommt man auch meiner Meinung nach nicht drumherum und sollte als Erstcamper tatsächlich zu einem der ersten Sachen gehören, die man sich anschafft, ist ein langes Stromkabel. Echt, da kann man auch nicht drumrum, weiß ich nicht, wenn du da mit 5 Meter ankommst und dann ist die Säule aber noch in weiteren 5 Meter in Sicht, dann guckt man einfach echt blöd aus der Wäsche. Wir sind tatsächlich sogar mit 2 unterwegs, einem langen und einem kurzen, damit man nicht so viel Kabel in den Schmutz legen muss, wenn man dann doch näher dran steht. Aber ich finde, da kommt man tatsächlich nicht drumherum. Und eine der ersten Anschaffungen, die wir gemacht haben, aber eher, weil wir von einer anderen Grundsituation ausgegangen sind, aus Verwöhntheit, ist eine Gießkanne. Wir sind sonst mit Schlauch unterwegs. Wenn man Wasseranschluss direkt am Platz hat, ist so ein Schlauch auch meiner Meinung nach die praktischere Lösung. Man hängt sich das in den Frischwassertank und macht voll. Aber wenn das Ding nicht an deinem Platz ist, hilft dir so ein Schlauch einfach überhaupt nicht weiter. Und dann sind wir zum Baumarkt gefahren und haben uns einmal eine 10 Liter Gießkanne geholt, um damit unser Wasser aufzufüllen. Das sind für mich absolute Must-Haves. Mit allem anderen kann man irgendwie improvisieren und bestimmt kannst du dir auch eine Gießkanne beim Nachbarn ausleihen, aber das Stromkabel braucht er sehr wahrscheinlich selber. Und wenn wir auf Nettigkeiten eingehen, also das sind für mich Dinge, die musst du haben, damit es funktioniert. Ja, warte, ich will dich erst was zu deinem Stromkabel fragen, ja, bevor ja, du weitermachst. Ja, ja, frag, frag. So, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bevor wir hier unsere gemeinsame Zusammenarbeit gestartet haben, hatte ich mal einen Beitrag zum Thema das perfekte Stromkabel. Den könnt ihr immer noch bei mir auf Instagram nachlesen. Aber ich möchte jetzt wissen, welches Stromkabel habt ihr oder welche Stromkabel habt ihr, wenn ihr offenbar 2 habt? Die unterscheiden sich ausschließlich in der Länge. Wir haben 1 um die 5 Meter und wir haben 1 um die 20 Meter, 25 Meter. Auf jeden Fall irre lang. Und sonst sind es ganz, ganz Effe vom Obelink. Also wir haben da nicht auf besonders, es gibt ja zig Hersteller. Es gibt die wunderschön orange leuchten und sowas. Unseres ist F-schwarz mit 2 blauen Anschlüssen, die sowohl in den Wohnwagen als auch in die Strombuchse gepackt werden. Da haben wir uns nicht weiter informiert, außer in der Länge. Aber du bist voll im Thema Stromkabel. Also hätte ich gewusst, dass du das jetzt sagst, hätte ich mich noch mal kurz wieder eingelesen. Ich sag dir ehrlich, das war ein bisschen eine traumatische Erfahrung für mich mit diesem Stromkabel. Ich dachte, das kann ja nicht so schwer sein, das eben zu recherchieren, was für ein Stromkabel man braucht. Pass auf, ich reiß das nur kurz an. Die meisten Stromkabel sind mit 1,5 Quadrat Durchmesser abgesichert. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Also auf jeden Fall 1,5 Quadrat. Aber es gibt eine EU-Norm und danach müssten das 2,5 Quadrat sein. Dieses Kabel kannst du aber quasi nirgendwo kaufen, außer bei, ich sag's jetzt einfach mal, Kalle das Kabel. Wenn ihr das wirklich EU-normgerechte Kabel haben möchtet, dann gibt es das bei Kalle das Kabel, weil die EU-Norm ist so, du darfst von deinem Anschluss ein Kabel bis in deinen Wohnwagen haben und auch nicht irgendwie so ein Adapter oder eine Verbindung dazwischen, sondern nur diese eine Sache. Für Zelte gibt's das nicht genau. Man kann das natürlich sich überlegen, ob man das dann auf Zelte irgendwie so ummünzt oder sowas und dann halt eine Steckdose bis in das Zelt macht und daran nichts mehr anschließt. Ja, aber das Witzige daran ist, das ist diese 2,5 Quadrat Kabel und ich glaube maximal 20 Meter Länge oder so. Jedenfalls, es gibt es faktisch eigentlich fast nirgendwo zu kaufen. Und ja, um die Sache abzuschließen, ich habe mich dann, nachdem ich mit verschiedenen Leuten und mich haben bei Instagram auch ganz viele Männer angeschrieben und mir erklärt, warum ich jetzt bitte das andere Kabel nehmen soll. Das ist mega lieb gemeint von euch, aber bitte schickt mir lieber ein Bier oder so. Mich interessiert das eigentlich gar nicht. Ich will das nicht. Ich will mich damit nicht mehr beschäftigen. Ich will hier nur einmal ehrlich sagen, ich habe auch dieses 1,5 Quadrat Kabel. Und
mein Vater ist Elektriker. Ich habe mich wirklich auch mit vielen Freunden unterhalten, die in dem Bereich berufstätig sind. Und alle haben gesagt, ja, das steht ja überall 2,5 Quadrat, aber es macht ja keiner. Das ist ja scheinbar auch auf Baustellen und so einfach nicht üblich. Ja, das ist jetzt eine absolut ohne Gewähr, aber einfach mal so eine blonde Aussage, die ich hier gerne nochmal verbreiten wollte, praxisnah und nicht gut recherchiert. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, dann könnt ihr mal in meinem Profil schauen bei Instagram Luftschlossliebe. Da habe ich das sehr genau aufgeschlüsselt und da könnt ihr da gerne nochmal dazu lesen. Ja, den teilen wir nochmal, den Beitrag. Auf jeden Fall. Ja, genau. Bei mir ist auch, mein Mann darf Starkstrom anschließen. Er ist also auch nicht so ganz ahnungslos. Und wenn er sagt, das Kabel funktioniert, dann ist es meine Aufgabe, mich da komplett drauf zu verlassen, finde ich. Und für mich gibt es den Unterschied zwischen kurzem und langem Kabel. Und das funktioniert für mich auch ganz wunderbar. Der Rest ist nicht mein Bier. Das ist fein so. Wir haben unsere Rollenverteilung. Und in dem Sinne ist das dort bei den Stromkabeln ausgesprochen klassisch. Und da kann ich wunderbar mitleben. Ja, sehr gut. Und was nicht must-have ist, sondern fein, ist für mich Licht. Also ich finde, das ist was, das macht echt einen Unterschied, wenn du das erste Mal unterwegs bist oder auch zukünftig unterwegs bist. Du bist ja in der Natur, du willst auch ein bisschen was davon haben, gegebenenfalls auch länger draußen sitzen. So eine nette Lichterkette oder sowas macht echt einen Unterschied. Und ich weiß, wir schleppen alle viel Gedöns mit, gerade wenn du glampiger unterwegs bist und nicht nur die absoluten Basics hast. Dann hast du echt viel Gerammel dabei. Aber so eine Lichterkette macht was. Probiert es aus, wenn ihr es noch nicht habt. Es ist ja bei denen, die schon länger campen, auf jeden Fall was, was sehr verbreitet ist. Mit Sinn, mit Grund. Ist vielleicht eine Idee, wenn man sich eindeckt, Stromkabel, Gießkanne, schickes Lichterketten-Set. Und ich kann echt eine Lichterkette sehr empfehlen. Ich weiß gerade nicht, ob ich die irgendwo online gekauft habe und somit verlinken könnte oder ob ich die irgendwo, das ist nämlich mein kleiner Geheimtipp, man kann gut losgehen jetzt in der Weihnachtszeit. Da gibt es nämlich auch lange Lichterketten zum schmalen Taler, die sogar für Outdoor geeignet sind und kann man sich ganz gut besorgen irgendwie. Ich habe so eine, die ist ja eine Lichterkette und vorne ist nicht nur normale Birne dran, sondern das ist halt so ein bisschen dicker, so weiß, so eine weiße Kugel. Und die macht aber trotzdem warmes Licht und die hat den Vorteil, dass die sich nicht vertüdelt. Ihr kennt das bestimmt alle von Weihnachten und so weiter, wenn dann irgendwie die Lichterketten total vertüdelt sind, man kriegt die nicht mehr auseinander. Und nach ungefähr 47 Anläufen auf der Suche nach einer Lichterkette, dann sind die teilweise durchgerissen, weil ein Kind dagegen gelaufen ist oder ich weiß nicht was alles, haben wir jetzt diese. Und ich werde nochmal genau schauen, welche das ist, ob man die irgendwo verlinken kann, weil die kann ich echt super empfehlen. Die war nicht teuer und sie vertüdelt sich nicht so schlimm. Das finde ich echt richtig, also das ist für mich das Highlight schlechthin, weil die einfach irgendwie ja praktisch ist. Aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, ne? Also wir haben auch jetzt die 5. Lichterkette. Wir haben Verschiedenstes probiert. Und man hat dann natürlich auch Ansprüche. Möchte man, dass das Ding in eine Steckdose gesteckt wird? Möchte man, dass es mit Solar funktioniert, mit Batterie, mit was auch immer? Also wie bekommt man Strom in das Teil? Was für Licht möchte ich? Möchte ich das Ganze bunt haben? Möchte ich kaltes Licht? Möchte ich warmes Licht? Was möchte ich für Lichtquellen haben? Kugeln, Sterne, kleine Köpfchen, was auch immer. Es gibt da einfach eine Riesenauswahl. Und ich finde, so manches muss man auch einfach ausprobieren. Also wie wohl fühlt man sich dann mit diesem Licht? Und ist es genug? Ist die Länge lang genug? Wir sind gelandet bei Warmweiß in Steckdose mit Timer auf einer Länge von, weiß ich nicht, 7 Meter Licht und 2-3 Meter Kabel mit so... Die sehen aus wie geschrumpfte Glühbirnen. Merkt ihr was? Das ist gründlicher recherchiert worden als das Kabel. Das ist von mir recherchiert worden, deshalb kann ich da was zu sagen. Frag über Stromkabel meinen Mann und der füllt dir die Folge. Also ja, ich sag ja, jeder hat seine Bereiche und zu den Dingen, die ich gekauft habe, kann ich dir ganz klare Infos geben. Sehr gut. Aber weißt du, was ich gerade überlegt habe? Wahrscheinlich könnte man so ja, Persönlichkeitsstudien daran führen. Welche Lichterkettentyp bist du? Oh, bestimmt. Also so blinkend bunt, da vermute ich direkt, glaube,
das passt nicht so zwischen uns. Remi-Demi-Zeichen. Ja, genau, richtig. Nee, aber da gibt's alles Mögliche. Und wenn das Vorzelt rot leuchtet, ja, ne, also es gibt so verschiedene Zeichen und Dinge, die gezeigt werden. Die sind halt so. Aber kennst du von Decathlon diese, da gibt's so eine kleine Lampe, die kann man mit USB laden und die kann man auch in Rot stellen. Und mein Sohn macht das ganz gerne. Weißt du, der sitzt dann bei uns, wir haben ja auch wie so ein Vorzelt vorne dran, unser erster Aufbau. Und dann macht das rote Licht an und wir waren noch eine Runde spazieren und kommen wieder und denken, was ist denn da los? Dann kannst du dem Elfjährigen erstmal erzählen, nimm mal nächstes Mal vielleicht lieber blau. Ja, man kann halt Signale senden, auch unterbewusst. Ah, ich weiß nicht. Was sind denn eure Must-Haves, Inke? Mir ist gar nicht so was Gutes eingefallen wie dir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aufgeschrieben so eine Pop-Up-Waschschüssel, weißt du, ja, die man mit zum Waschen nimmt. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und gute Handtücher, generell gutes Spülzeug. Ich wundere mich manchmal, wir waschen zu Hause echt wenig von Hand ab, muss ich sagen, weil wir halt eine Spülmaschine haben und da kommt also außer der Kinder eigentlich alles rein, was hier schmutzig ist. Und dann habe ich aber irgendwie schon oft gesehen, dass die Leute zum Campen so ihr letztes, schon total abgewetztes, dünnes Handtuch dabei haben und Lappen manchmal auch ganz vergessen oder Schwamm. Und ich bin tatsächlich dazu übergegangen und habe mir einmal so richtig gute Handtücher und richtig gutes Waschzeug gekauft. Das ist echt sehr zu empfehlen. Und diese Pop-Up-Waschschüssel, die ist in unserem Fall eckig und man kann die halt zusammendrücken, dann ist sie halt klein und wenn man dann sie braucht, dann macht man sie groß. Ja, logisch, ne? Ja, und kann halt die Sachen da drin transportieren, aber unterwegs nimmt sie nicht so viel Platz weg. Und die finde ich echt super praktisch. Das kann ich wirklich total empfehlen, das Teil. Wie macht ihr das denn? Hat die einen Stopfen? Hat die keinen Stopfen? Es gibt ja die verschiedensten Ausführungen. Man packt das Ding rein. Es gibt so viele Möglichkeiten im Spülen. Und da fällt mir natürlich noch eine wichtige Sache ein. Wer von euch noch nicht so oft auf dem Campingplatz war? Also, da ist immer eine Spüle. Aber ich weiß nicht, warum diese Stopfen, die fehlen da immer. Klaut die einer? Nein, das ist extra, damit du da halt keine Überschwemmung machst. Also die haben ganz bewusst keine Stopfen. Deshalb hast du auch Spülschüsseln, die du da reinpackst, mit oder ohne Stopfen. Oder du stellst sie da rein und spülst in deiner Spülschüssel, damit das Wasser nicht wegläuft. Oder du lässt da 5 Stunden das Wasser laufen und spülst unter fließendem Wasser. Und das ist natürlich irgendwie nicht Sinn und Zweck der Nummer. Aber die Stopfen sind nicht gestohlen. Die sind da extra nicht dran. Und ich denke schon, ja, die Leute, die klauen sogar die Stopfen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch einen gekauften Stopfen, den ich dann da reinstopfe. Und den finde ich echt richtig super. Das ist so ein Universalproppen, den man in jede Spüle irgendwie machen kann. Das funktioniert echt ganz gut. Bei uns spülen ja immer die Kinder. Wenn man die Kinder fragt, dann behaupten sie, wir hätten nur Kinder, damit wir im Urlaub nicht spülen müssen. Und deshalb 4, weil ihr viel Spülzeug habt. Weil wir halt 4 Spülzeug haben, haben wir gedacht, wir haben 4 Kinder und auch extra zeitlich so versetzt, weißt du nicht, dass die Großen irgendwann nicht mehr mitkommen und dann müssen wir selber spülen. Das wäre halt richtig ärgerlich. Also auf jeden Fall ist es so, bei uns spülen die Kinder und es geht ganz gern mal so ein Stopfen verloren. Aber ich habe hier zu Hause immer noch Ersatz. Ich habe da direkt mal so ein Riesenset irgendwie im Internet bestellt. Das kann ich auch mal verlinken. Habe ich auch schon mal welche verschenkt an hilflose Familien, die das erste Mal mit waren. Genau, also die ganze Sache läuft so. Heißes Wasser in das Spülbecken. Wenn ganz grobe Verschmutzungen da sind, halt eben vorspülen, dann den Stopfen rein, alles richtig durchspülen, ein Kind trocknet ab und die abgetrockneten Sachen kommen in die vorab ausgespülte Waschschüssel, mit der das schmutzige Geschirr transportiert wurde. Das heißt, wir nehmen das eigentlich nur zum Hin- und Her-Transportieren, aber spülen in der Spüle dort. Und da möchte ich einfach gerne nochmal bitten, ich versuche das meinen Kindern auch immer beizubringen und ich glaube, es klappt ganz gut, man darf diese Spüle gern sauber hinterlassen. Ja. Vielleicht sogar, wenn sie nicht ganz sauber war, als man dahin gekommen ist, aber man darf die trotzdem sauber hinterlassen. Ich finde nichts ekliger, als wenn man da hinkommt und das sieht aus, als hätte da gerade jemand ins Spülbecken gekotzt, auf Deutsch gesagt. Ja, genau. Nein, aber genau diese Assoziation habe ich auch jedes Mal, wenn ich das sehe, als hätte jemand es nicht bei sich halten können und die Spüle war schnell genug da. Es ist echt ekelig. Ja. Also das, so viel dazu. Das war jetzt hier mein Wort zum Sonntag quasi, zum Montag. Wir spülen übrigens ganz anders. Ja, erzähl mal.
Wir haben eine Spülmaschine. Ach, stimmt, ich habe es ja gesehen. Letztens habe ich noch gestaunt. Ja, das muss ich jetzt mal eben erzählen. Ja, es gibt diese Single-Spülmaschinen, die man sich auch in den Haushalt packen kann. Also wir als fünfköpfige Familie haben eine fette Spülmaschine zu Hause, wo alles rein kann und zwar nicht nur für einen Tag. Also normalerweise schmeißen wir die einmal am Tag an, aber da ist auf jeden Fall Potenzial für mehr. Und da mein Mann der Spülbeauftragte ist, war er irgendwann der Ansicht, das geht zu optimieren und er ist ein Bastler. Und da hat er gesehen, bei anderen Campern, die hatten eine Spülmaschine dabei. Die hatten die sich draußen ins Vorzelt gepackt. Man gießt mit einer Gießkanne 5 Liter Wasser rein. Dann macht das Ding seinen Job, dauert ungefähr eine Stunde. Und dann laufen die 5 Liter Wasser wieder raus und dann holst du da die Sachen raus. 1,5 Essen von uns passen da rein. Also ein Frühstück, vielleicht sogar ein komplettes Mittagessen als Geschirr, weil beim Frühstück benutzt du ja ein bisschen weniger Geschirr. Passt da locker rein für 5 Leute. Und da wir diese Schlepperei nicht haben wollten, mit ins Vorzelt rein, ins Vorzelt raus und dann die Gießkanne da rein, haben wir das Ding verbaut und jetzt haben wir unter unserer Spüle eine fest eingebaute Spülmaschine, die an unseren Wasseranschluss, an Frischwasser angeschlossen ist, an Abwasser angeschlossen ist, läuft im System mit. Man muss halt nur dafür sorgen, dass im Wassertank genug Tank ist. Dann läuft die da lustig eine Stunde und dann muss niemand zum Waschhaus gehen. Pfannen und sowas passen natürlich nicht rein, sollten natürlich eh nicht in eine Spülmaschine. Aber so unser ganz normales Geschirr passt da wunderbar rein. Und ja, wir haben dieses Thema Glamping und wir leben das auch aus. Auch ich finde das nicht schlimm. Ich meine, man kann es sich doch ruhig so gemütlich und schön machen wie möglich. Also das finde ich jetzt überhaupt gar nicht schlimm. Sag das bitte niemals meinen Kindern, bitte, weil dann müsste ich die ja nicht mehr mitnehmen. Dann brauchst du keine Spülhilfen mehr. Ja, ja, aber wir haben es tatsächlich jetzt, wir waren ja letztes Jahr Ostern, dieses Jahr Ostern, auf dem Deleistert Camping und da haben unsere Freunde, also wir hatten einen ganz normalen Stellplatz und unsere Freunde hatten aber ein Ferienhaus mit einer richtigen normalen Spülmaschine und dann haben die Kinder immer alle Klamotten in Bollerwagen getan, da in eine Spülmaschine geräumt, sind da hingelaufen, das war halt auch voll weit, sind da hingelaufen, alles in die Spülmaschine geräumt, Spülmaschine angestellt, wieder zurückgelaufen, dann irgendwann wieder hingelaufen, haben das gespülte Geschirr abgeholt. Ich glaube, im Endeffekt waren sie viel länger beschäftigt, als wenn sie es einfach abgewaschen hätten. Aber sie waren sehr glücklich, dass sie eine Spülmaschine hatten und nicht abwaschen mussten. Bei Deleistert gibt es übrigens, wenn du dir eins von diesen Privatbädern holst als Camper, also es gibt 2 Arten von Privatbädern, habe ich jetzt letztens gesehen. Es gibt einmal Wellness und einmal Luxus. Ich meine, dass sie so heißen. Und Wellness hast du drin eine Sauna, so eine 2-Personen-Sauna, zusätzlich zur Toilette, Dusche, Spüle und Heizung. Und bei Luxus hast du eine Spülmaschine mit drin. Also da kannst du dann in deinem eigenen Privatsanitär sogar abspülen. Und es gibt auf immer mehr Campingplätzen, auch in den allgemeinen Sanitärhäusern, Spülmaschinen, die du entweder gegen Geld, meistens sind es so um die 2 Euro, oder an manchen Plätzen sogar gratis nutzen kannst. Wir waren jetzt letztens in Holland auf einem Platz. Und da konntest du problemlos alles da in die Spülmaschine packen. Die lief dann und dann war Feierabend, konntest du wieder rausnehmen. Die laufen auch nicht lange. Die laufen, boah, lass mal über den Daumen, 10 Minuten vielleicht und dann holst du die raus. Also Westhoven hat zum Beispiel eins, was ganz wunderbar funktioniert. Das Seeöse Küst hat eins. Bei denen weiß ich auch, dass die gratis sind. Und manche andere haben halt welche, wo du das Geld reinschmeißt. Nähe Osnabrück ist ja hier der Alfsee. Und die haben auch eine Spülmaschine, habe ich mir jetzt von Freunden sagen lassen. Die waren völlig geflasht und haben mir erstmal Bilder geschickt. Guck mal, hier gibt es eine Spülmaschine. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die gratis war oder nicht. Das müsste ich nochmal recherchieren. Das weiß ich nicht. Aber es gibt, also die gibt es inzwischen echt fast überall. Ich glaube, auch im Südseecamp gab es das auch. Also das gibt es echt oft. Ja, und es ist so, dass sich das tatsächlich für die Campingplatzbetreiber auch lohnt, weil es weniger Wasser und Energie verbraucht als ja der Spüler, der unter fließendem Wasser zum Beispiel spült. Oder da weiß ich nicht, was veranstaltet mit der Spülschüssel. Und somit hast du es relativ schnell mit relativ wenig Wasser. Also es ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Für den ein oder anderen vielleicht eine neue Information, für die anderen, die nutzen schon regelmäßig die Spülmaschine. Aber es ist eine coole Sache und ich bin echt froh, dass dieser Pfad für die Campingplatzbetreiber tatsächlich einer ist, der auch Sinn macht und
ja, eine Win-Win-Situation ist einfach. Ich finde es auch grundsätzlich ganz gut. Ich muss aber sagen, für uns ganz persönlich, ich finde es gar nicht so schlimm, dass meine Kinder da im Urlaub abwaschen müssen. Da kriege ich jetzt natürlich wieder den Titel Mutter des Jahres. Aber ich finde irgendwie das gar nicht, also ich finde das ganz gut im Urlaub auch mal so eine feste Aufgabe zu haben. Und wenn die mal später ausziehen, dann wissen die wenigstens, wie man von Hand spült. Das finde ich irgendwie, und dass sich sowas nicht von allein erledigt, finde ich, kann man so als angehender Teenager ruhig schon mal mitkriegen. Nee, bin ich ganz bei dir, ist dann aber auch unter der Situation Erziehungsmaßnahme, Unterstützung so ein bisschen zu verbuchen. Genau, aber wenn ich alleine bin und wenn es halt auch weniger Wasser braucht, dann finde ich das eigentlich auch schon grundsätzlich eine gute Sache. Aber grundsätzlich finde ich, können sie ruhig lernen, wie das alles funktioniert. Ja, bin ich ganz bei dir. So, die nächste Frage, das ist noch eine sehr ähnliche Frage. Und zwar, was muss man unbedingt mitnehmen? Das gehört so ein bisschen dazu. Und wenn wir diese ganz große Folge machen, glaube ich, dann gehen wir da auch noch mal ganz genau drauf ein. Aber ich habe jetzt gedacht, vielleicht irgendwas, was man sowieso zu Hause hat und auf keinen Fall vergessen darf, einzupacken. Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Ja, ich habe das Feuerzeug aufgeschrieben. Das braucht man nämlich für alles Mögliche. Ich finde, man sollte auch ein Teelicht und ein Windlicht einpacken für die Atmosphäre. Das passt so ein bisschen zu deiner Lichterkette. Aber ein Feuerzeug kannst du für alles gebrauchen. Wenn du einen Grill dabei hast, einen Gaskocher, also ein Feuerzeug ist nie verkehrt. Stimmt, absolut. Feuerzeug macht definitiv Sinn. Ja, ich bin so ein Kandidat. Ich war in meiner Jugend auch mit so einem Kombi unterwegs. Also einfach ein großes Auto mit einem großen Kofferraum. Und dann haben wir uns da reingelegt und geschlafen, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Und da habe ich meine Bettwäsche vergessen. Das war natürlich nicht so sonderlich schlau damals. Dann sind wir zu einem IKEA gefahren und haben uns da die günstigste Bettwäsche gekauft, ohne Bezug, weil wir waren ja junge Studenten mit ganz wenig Geld. Das hat sich komplett aufgelöst. Das war der Kombi von meinem Bruder und da hat sich von dieser Billigbettwäsche jegliche Arten von, was ist das, Plastik, Schaumstoff, Zeug hat sich überall in dem Polster verfangen. Das war so eine Arbeit, das rauszukriegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Bettwäsche, Schlafsack, gegebenenfalls eine Unterlage, das macht echt Sinn. Also bitte sorgt dafür, dass ihr anständig schlaft. Alles andere kriegt man improvisiert, aber das mit dem Schlaf ist echt eine wichtige Nummer. Und da auch vielleicht, wenn ihr noch nicht unterwegs wart, in einem Wohnwagen, in einem Wohnmobil, gibt es ja meist eine Bettensituation. Ich bin ein Freund davon, wenn ihr auf Polstern schlaft, also wenn ihr euch eine Sitzgruppe umbaut, nehmt euch einen Topper mit. Das macht einen riesigen Unterschied. Das ist eine ganz andere Welt und die kriegt man für relativ schmales Geld. Aber das ist einfach, ihr schlaft ganz anders. Und wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, da wird Inke bestimmt zu einigen Dingen was sagen, was absolut muss oder was vielleicht ja, ein Versprechen gibt, was nicht gehalten wird. Aber das macht einen Unterschied. Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also mit Zelt ist auch gut, das Zelt nicht zu vergessen. Das habe ich auch schon mehrfach. Und ich wäre echt so eine Kandidatin, wenn nicht unser Packsystem so zu 100% optimiert wäre und ich genau weiß, wann was reinkommt. Und unser Zelt ist ja auch so groß, das übersieht man jetzt nicht mal eben. Wenn das fehlt, dann fällt das noch auf. Aber sonst wäre ich echt so eine Kandidatin. Das Wichtigste vergesse ich ganz gerne mal. Also von daher, denkt an das Zelt. Und zum Thema Schlafen. Es ist wirklich so, gönnt euch eine gute Isomatte. Und zwar direkt für die erste Nacht, auch fürs Ausprobieren. Wirklich eine gute Isomatte ist total viel wert. Was die ausmacht und so, das würde wahrscheinlich eine Folge füllen. Aber ich kann euch sagen, erstmal sollte sie teuer sein. Sonst, also kauft sie lieber gebraucht irgendwie über eBay Kleinanzeigen oder sowas, wenn es neu nicht drin ist im Budget. Aber eh mit so einer Discounter-Isomatte, die dann ja irgendwie immer im Frühjahr zu kaufen ist, losgeht, da liegt ihr nicht bequem drauf. Für die Kinder mag das noch gehen. Ich weiß auch nicht, die sind nicht so anspruchsvoll. Die sind nicht so schwer. Das ist auch ein großer Unterschied. Wenn du mit 20, 30, 40 Kilo auf so einem Ding liegst oder mit 70 bis 100 oder so, das sind Welten. Also das macht einfach, du liegst dich halt viel, viel tiefer durch, ne? Ja, genau, richtig. Und unsere, die isoliert auch echt richtig gut. Das hatten wir auch schon, dass das nicht war. Ja, wie gesagt, also das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich da weiter drauf eingehe.
Ich mache aber direkt mal den Sprung zur nächsten Frage. Mit Blick auf die Uhr müssen wir uns schon fast wieder ein bisschen beeilen. Und zwar, wie reduziert ihr euer Gepäck für Kurztrips? Also wir gar nicht. Ihr fahrt immer mit derselben Besetzung ja, so mehr oder weniger los? Ja, vielleicht nehmen wir ein paar weniger Gummitiere oder ein paar weniger Stühle mit, weil wir haben so Sofastühle, vielleicht davon ein weniger. Aber normalerweise nehmen wir immer alles mit. Und ihr? Ja, wir sind ja auch gepackt zum Losfahren. Also der Wohnwagen steht so bereit, dass wir losfahren können, nur noch Essen und Kleidung rein. Und das macht den Unterschied. Der Unterschied an Kleidung, wobei ich sagen muss, langes Wochenende oder eine Woche oder 3 Wochen, da tut sich auch nicht so viel, weil wir dann mit Zwischenwäsche rechnen. Was noch einen Unterschied macht bei den Trips, ist die Art des Vorzeltes oder der Situation vor dem Wohnwagen. Also was bauen wir an Boden auf oder was bauen wir als Zelt auf? Nehmen wir nur ein Sonnensegel und keinen Boden? Packen wir dann Wintervorzelt und Isolierung rein oder sowas? Das macht für mich den Unterschied. Aber der Rest ist tatsächlich im Wohnwagen, ist auch relativ optimiert. Und jetzt gerade zum Jahresende und Winterfit machen, würde ich sagen, räumt mal eure Schränke auf, holt mal alles raus und guckt mal, was sich da in diesem ganzen Jahr an Zeug angesammelt hat. Man hortet nämlich, ne? Und dann kriegt man hier was und dann kriegt man da was und dann denkt man sich, auch das macht mal Sinn. Und dann liegen da Sachen, die hast du das ganze Jahr nicht gebraucht und die kosten aber trotzdem Gewicht und Platz. Schaut mal nach, was da soweit Sinn macht. Und ansonsten Packliste. Es ist so individuell, was du wirklich für nötig hältst oder nicht für nötig hältst, was für dich essentiell ist. Also Thema Spülmaschine braucht man natürlich nicht. Rein theoretisch können wir uns diesen Platz und das Gewicht sparen. Wollen wir aber trotzdem haben. Aber das braucht halt nicht jeder. Und das ist ganz, ganz individuell. Und schaut einfach, was für euch Sinn macht. Ihr braucht nicht für 3 Wochen Klamotten mitnehmen. Es gibt tolle Waschhäuser mit Waschmaschinen und Trocknern. Man kann sich eine Wäscheleine spannen. Ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall sparen. Man muss auch nicht beim Campen jeden Tag 2-mal die Klamotten wechseln, außer man saut sich ein. Das funktioniert alles. Es darf alles ein bisschen legerer sein. Und vielleicht sollte man Bügelwäsche nicht zwingend mitnehmen. Aber sonst in die Reduzierung. Ja, wir sind optimiert in dem, was wir drin haben, für unsere Ansprüche. Ja, ich glaube, so ist das bei uns auch. Also wir nehmen tatsächlich immer maximal für 3 Tage Klamotten mit. Und wenn wir unterwegs sind, dann waschen wir halt. Weil sonst, wenn du für 2 Leute für 5 Tage Klamotten mitnimmst, dann ist das schon viel. Aber wenn du das für 6 Leute mitnimmst, ist ja der ganze Kofferraum mit Klamotten voll. Das lohnt sich für mich nicht. Und vor allen Dingen, dann komme ich nach Hause und habe so einen riesen Wäscheberg. Also von daher gibt es bei uns die Ansage für 3 Tage Klamotten, ein schickes Outfit, wenn wir mal irgendwie essen gehen, und das muss einfach reichen. Ja, was ich ansonsten noch wichtig finde oder einen guten Tipp finde, wir nehmen echt wenig Spielzeug mit und das haben wir sehr reduziert, welches Spielzeug sehr ausgesucht, und ich stelle fest, dass unsere Kinder wirklich mit diesem wenigen Spielzeug, was wir unterwegs haben, schöner spielen, als wenn wir haufenweise anderes Spielzeug dabei halten und sie gar nicht wissen, womit sie zuerst spielen sollen. Kann ich 1:1 so biegeln. Also das ist ja auch so. Wir haben wohl feststehendes Spielzeug auch im Wohnwagen. Also es bleibt im Wohnwagen. Das ist nur Campingspielzeug mehr oder weniger. Und dann dürfen die sich immer noch eine Handvoll mitnehmen, was sie jetzt gerade im Moment am liebsten zu Hause bespielen. Aber das ist auch wirklich eine Handvoll im Sinne von eine Handvoll. Die können jetzt nicht da mit einem Arm an Zeug reinkommen. Dafür haben wir weder Platz, noch macht es meiner Meinung nach Sinn. Aber was wir feststehen haben im Wohnwagen, ist Sandspielzeug. Das auf jeden Fall. Also irgendwas, was mit Sand oder Spielplatz oder so genutzt werden kann. Wir haben 1-2 Tauchtiere, wenn wir irgendwo schwimmen gehen. Sowas macht für uns Sinn. Gegebenenfalls was zum Aufpusten, wenn wir an den Strand oder sowas gehen. Und wir haben so ein klappbares Prinzessinnen-Ding. Das ist so, sieht aus wie eine große Flasche. Und da kann man dann mit so einem Püppchen spielen. Das hat so ein paar kleine Etagen. Da kann viel gemacht werden. Und ein Wohnwagen aus Playmobil mit Gedöns dabei. Und damit spielen die toll. Ah, mein Großer hat noch so einen Koffer mit Lego. Aber der ist, würde mal sagen, wie so ein Tablet ungefähr von der Größe. Das ist sowas, was man auch mit zum Essen nehmen kann und sowas. Das sind unsere feststehenden Sachen. Sag mal, habt ihr auch dieses Flugzeug? Ich finde immer, jede Wohnmobilfamilie hat dieses Styropor-Flugzeug, was die Kinder immer so durch die Gegend werfen. Habt ihr das auch? Wir hatten mal ein Flugzeug. Das hat nicht lange gelebt. Wir haben noch einen Drachen drin,
Aber der ist auch, ich glaube, der ist von der Nordseeluft im Herbst gekillt worden. Also ich glaube, den muss ich auch mal da rausholen und ersetzen. Ja, ich überlege gerade, was bei uns drin ist. Meine beiden Kleinen spielen unheimlich gern mit Puppen. Es sind zwei kleine Puppen da drin. Die Kiste, also wir haben eine Spielzeugkiste, die ist immer fest da drin auch oder immer fest, kommt immer fest ins Zelt. Und die ist so groß, dass die in so ein IKEA-Kallax-Regal reinpasst. Also so eine ist das. Weißt du, da kommt oben so ein Deckel drauf, aber genau die Größe hat das. Aber ich würde sagen, wenn wir alle unser Spielzeug zusammenpacken, machen wir auch so eine Kiste voll. Ah ja, guck. Und dann haben wir diese Magnetbausteine da drin. Damit machen die unheimlich viel, total kreative Sachen. Pixie-Bücher, ganz viele haben wir, weil die finde ich so praktisch, die nehmen halt wenig Platz weg. Ist halt irgendwie gut, gucken die sich auch total gerne an. Stifte und Malsachen. Mhm. Buntstifte, keine Filzstifte. Ja. Holzstifte, ja. Ja. Ein paar Gesellschaftsspiele sind da noch drin, unter anderem auch so ein Memory von IKEA ist das. Und zwar legen die das total oft aus und dann wird das irgendwie eine Straße für irgendwelche Figuren oder was auch immer. So ein paar Schleichtiere sind da auch noch mit drin. Ja, und das war es eigentlich schon. Als Sandspielzeug habe ich jetzt echt nach reichlicher Recherche und vielen kaputten Sachen nur noch zwei Klappspaten von Decathlon und Verkehrshütchen. Und mehr gibt es nicht mehr. Das ist unser Sandspielzeug und ich sage euch, es klappt perfekt. Diese Verkehrshütchen kann man für alles benutzen. Die werden auch im Zelt aufgebaut, die werden als Eimer benutzt zum Wasser holen und so weiter. Und die Klappspaten sind so, dass selbst unsere Großen, wenn die mal irgendwie wieder ein bisschen überschüssige Energie haben, damit ein Loch buddeln lassen können, was sich sehen lassen kann, sage ich mal. Also sonst bricht da immer alles ab. Ja, wir fahren ja jetzt im Sommer Richtung Deutsche Nordsee und ich habe mir auch schon sagen lassen, du musst dir was aus Metall holen für die Schaufel. Das, was wir da an Plastik haben, würde wohl das Wattenmeer nicht überleben. Auf keinen Fall. Und dann wirklich, hol dir direkt so einen Klappspaten, weil diese normalen Metallschaufeln, auch die, die da am Strand verkaufen, irgendwann knicken die alle um und dann hast du halt, das ist auch richtig gefährlich, weil die dann so eine scharfe Kante haben, weißt du? Okay. Also wirklich Klappspaten, der nimmt wenig Platz weg, das ist es. Das ist ein solides Teil, das kaufst du einmal, da können die nächsten 10 Jahre mit buddeln. Den hat bei uns noch keiner kaputt gekriegt. Das will echt was heißen. Ich finde das auch mit den Verkehrshütchen echt cool. Wir haben welche zu Hause. Ich glaube, ich werde die mal einpacken und gucken, was passiert. Und gerade ist bei meiner Aufzählung untergegangen, weil das für mich nicht zu den Kindersachen gehört, sondern wir nutzen das allgemein jeglicher Art von Gesellschaftsspielen. Also wir spielen echt viel zusammen, sei es Rummy Cup oder so eine 100-Spiele-Sammlung mit Karten drin und Kniffel und was weiß ich. Da ist dann ein so ein Set und da kannst du alles Mögliche mitmachen. Das nutzen wir auch echt gerne und das ist natürlich auch was, was nochmal so ein bisschen Camping-Familienurlaub prägen kann. Darauf muss ich gleich nochmal eingehen, weil wir haben noch gleich einen nächsten Punkt Geschenke. Ich finde, wir haben einiges genannt schon, was unter die Geschenke-Nummer fällt. Ja, genau, richtig. Wer sich für Geschenke interessiert, kann noch dranbleiben, kann aber die Sachen von gerade auch schon mal auf seine Wunschliste setzen. Aber eine Zwischenfrage ist hier trotzdem noch, und zwar welche Schlafsäcke für den Sommer? Das ist wahrscheinlich in erster Linie eine Zeltfrage. Und ich würde sagen, also wir haben eine Sorte Schlafsäcke, die sind für den Winter geeignet, die nehmen wir auch im Sommer mit. Und entweder deckt man sich dann halt nur ganz wenig oder gar nicht zu. Also ich habe jetzt nicht hier 47 Varianten von Schlafsäcken. Das weiß ich, dass das viele haben, aber ich mache das nicht. Also wir haben nur diese eine Sorte. Genau, und dann kamen noch ganz viele Fragen zum Thema Camping über Weihnachten. Wie sieht das aus? Habt ihr das schon mal gemacht? Seid ihr schon mal Weihnachten mit dem Camper unterwegs gewesen? Also Weihnachten nicht. Silvester ist unser Camping-Feiertag, so mehr oder weniger. Also im Winter, das nutzen wir. Zu Weihnachten ist es für mich tatsächlich schön, wenn man mit der Familie, und damit meine ich nicht nur die Kernfamilie, sondern auch die größere Familie, an den Feiertagen zusammenkommen kann. Das heißt von Heiligabend über ersten und zweiten Feiertag und mit den Patenkindern gibt es auch den dritten Weihnachtstag bei uns schon seit Jahren. Das ist immer der, wo Patenkinder und Patentante, Patenonkel zusammenkommen. Das ist für uns was wir als Familie machen und was für uns als Familie auch schön zu Hause ist. Ich habe mich aber ein bisschen umgeguckt zu dem Thema und es gibt tolle Campingplatzangebote. Also Julianahoven bin ich drüber gestolpert. Die haben ein ganz wundervolles Weihnachtsangebot, gerade auch mit den Kindern. Da kommt auch der Weihnachtsmann. Die basteln Baumschmuck und was weiß ich. Also die machen wirklich ein tolles Weihnachtsprogramm.
und in Deutschland einmal Camping Bayerbach, heißt das so? Wellness Camping Bayerbach? Bestimmt. Ist eins von diesen großen. Ich verlinke es auf jeden Fall. Die haben auch ein ganz, ganz wundervolles Campingangebot. Du hast dann da Sanitär mit bei und so, damit du nicht darauf ein Problem hast. Und am allerbesten hat mir gefallen Zugspitzenresort als Weihnachtsangebot. Die machen da eine richtige Weihnachtsgaudi draus mit Bescherung und was weiß ich. Und das ist ja sowieso eins der Must-See-Camping-Resorts, was auf meiner Liste steht. Gerne, wenn es schneit, aber da muss ich ja noch infamiliär Überzeugungsarbeit leisten. Aber man kann auf jeden Fall anscheinend sehr toll Weihnachten auf dem Campingplatz verbringen. Habt ihr das schon gemacht? Nee, haben wir nicht. Also wir feiern Weihnachten immer bei meinen Eltern. Da kommt der echte Weihnachtsmann. Und das ist für die Kinder und für uns alle, für mich auch, Weihnachten kann sein, wenn irgendwie die Kinder größer sind und ja, der echte Weihnachtsmann vielleicht nicht mehr kommt, dass wir das dann mal machen, wenn der irgendwie zu anderen Kindern gehen muss. Aber so lange, wie der da noch kommt, werden wir auf jeden Fall weiterhin bei meinen Eltern feiern und da irgendwie mit der ganzen Familie. Wir sind dann auch total viele Leute Heiligabend. Dann fahren wir nochmal die Schwiegerfamilie besuchen auch. Und nee, also das kommt noch nicht in Frage. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren nochmal. Aber aktuell habe ich schon oft gesehen, dass es da was gibt. Und es mag auch für viele was sein. Aber für uns ist es jetzt irgendwie aktuell noch nicht so, dass es daran ist. Zu uns kommt übrigens das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Ah, ja, siehst du, wir haben Glück. Bei meinen Eltern kommt der Weihnachtsmann und bei den Eltern meines Mannes kommt aber auch das Christkind. Also es wird schon immer überlegt, was wünschen wir uns jetzt vom Weihnachtsmann, was wünschen wir uns vom Christkind, damit die auch beide gerecht verteilt sind und ja. Damit keiner von den beiden traurig ist, dass er weniger schenken muss. Genau, richtig. Und die teilen sich ja die Arbeit, also von daher ist das ganz praktisch. Und was bringt der Weihnachtsmann euch? Oder was wünscht ihr euch von Christkind und Weihnachten? Sowohl ihr Erwachsenen als auch die Kinder im Rahmen Camping? Im Rahmen Camping? Also, ich habe gehört, meine Kinder wünschen sich den Campingplatz vom Playmobil. Ob das jetzt vielleicht ihnen ein bisschen eingeredet wurde, das weiß ich nicht genau. Die Kleinen wünschen sich den Campingplatz und haben schon ein Zelt. Und ja, das mal gucken. Vielleicht hat der Weihnachtsmann das gehört, ich weiß es nicht genau. Und ich selber wünsche mir, ich weiß nicht, kennst du das, von Denkkeramik gibt es so ein Schmelzfeuer. Das ist so schön. Das ist halt so ein Keramikteil, wie eine ganz große Kerze mit so einem Docht. Und du kannst immer wieder Kerzenreste da reinschmeißen und dann brennt das immer weiter. Und das kannst du halt auch echt hinstellen, wo Lagerfeuer verboten ist und hast aber trotzdem so Lagerfeueratmosphäre mit dieser Kerze. Das ist so schön. Und Freunde von uns hatten das, als wir zusammen zelten waren. Und seitdem wünsche ich mir das und erzähle immer allen, oh, ich wünsche mir dieses Schmelzfeuer von Denk. Und dann habe ich das meiner Mutter schon mal gezeigt, weil wir das in so einem Laden gesehen haben und gesagt, guck mal, das wünsche ich mir. Habe ich das meinem Mann gezeigt, guck mal, das wünsche ich mir. Ja, ich hoffe jetzt auf den Weihnachtsmann. Mal gucken. Ich drück dir fest die Daumen, dass wenigstens der dein Wink mit dem Zaunpfahl als solchen auch verstanden hat. Das war schon der ganze Baum, mit dem ich da gewunken habe, aber naja. Ja, und bei euch? Also bei uns ist es so, dass ich mein Campinggeschenk tatsächlich schon hier liegen habe. Das muss noch eingepackt werden, aber ich weiß, dass es angekommen ist und ich habe es ausprobiert, ob es sonst gegebenenfalls wieder zurückgeschickt werden muss, wenn es nicht funktioniert. Ich habe mir von Stoff eine Heizdecke gewünscht. Eine akkubetriebene Heizdecke. Ah, die kann man sich auf einen Campingstuhl legen und dann kriegt man einen warmen Rücken und boah, nee, ich bin alt, aber ich finde das total genial. Man hat so dieses Sitzheizungsfeeling aus dem Auto und das im kühlen Vorzelt. Ach, das kann schon einiges. Aber zum Thema Heizdecke kann ich dir was erzählen. Ich habe ja schon oft erzählt von unserer Freundegruppe, mit denen wir immer zelten gehen. Und alle haben mich belächelt, dass ich überhaupt eine Heizdecke besitze mit damals Mitte 20 oder so. Und ich habe gesagt, nee, ich finde die gut. Eine Heizdecke, das ist halt eine mit Strom, finde ich gut. Und alle haben sie mich ausgelacht und so weiter. Im nächsten Jahr hatte ich wieder meine Heizdecke dabei und wir hatten so richtig beschissenes Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet, es war total kalt
Und alle, sag mal, hast du eigentlich deine Heizdecke dabei? Ich so, ja, natürlich. Und dann saßen wir unterm Pavillon mit meiner Heizdecke, mit 4 Frauen und alle haben sich in diese Heizdecke eingewickelt und seitdem macht keiner mehr einen blöden Spruch zu meiner Heizdecke, kann ich dir sagen. Ja, nee, es ist, ich weiß nicht, warum soll man es sich nicht bequemer und schöner machen und ja, es ist immer, du hast den Heizlüfter im Vorzelt und das geht, es ist in Ordnung, aber am Rücken wird es einem irgendwie kalt. Und ja, ich glaube, dass ich damit jetzt das Richtige habe, um dem Abhilfe zu verschaffen. Ansonsten gibt's für die Kinder ja Kleinigkeiten, die gegebenenfalls auch beim Campen mitgenommen werden können. Das Einzige, wo ich speziell drauf geachtet habe, ist so ein Wassermal-Ding. Also du hast so eine Fläche und kannst den Stift mit Wasser füllen und wenn du über die Fläche malst, dann entscheiden da Farben und sowas. Das ist für den Kleinen ganz cool, weil der mit den Stiften, die wir haben, immer sehr engagiert ist, auch bei allem, was nicht das Papier ist. Und deshalb kriegt er sowas. Wir sind sonst ganz gut aufgestellt mit den Sachen, die wir vorher genannt haben. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich habe vergessen, dich vorher zu fragen. Ich habe einen kleinen Campingshop, www.champing.de, wo es auch Kleinigkeiten gibt, mit denen man sich vielleicht unterm Baum eine Freude machen kann. Ja, das kannst du natürlich sagen und auch hier verlinken dann. Das ist doch eine super Sache. Jetzt überlege ich gerade, es wurde auch nach Artikeln gefragt, die vielleicht nicht so sinnvoll waren. Und tatsächlich fallen mir da 1000 Sachen ein, was wir irgendwie geschenkt bekommen haben. Hier, ihr campt doch so gerne. Und dann für die Kinder so richtige Shit-Artikel, vor denen ich mal kurz warnen möchte. Wollen wir das in einer Folge mit Fails machen? Ich würde ganz gerne eine Folge machen, Pleiten, Pech und Pannen, wo auch solche Artikel genannt werden, weil mit Blick auf die Zeit. Oh ja, stimmt. Oh, ich habe gar nicht mehr geguckt gerade. Oh ja. Nee, wir haben schon so viel. Und ich glaube, dass da echt viel Potenzial ist. Zeug, was man nicht braucht. Aber eine Sache muss ich trotzdem noch empfehlen. Und zwar das Gesellschaftsspiel Mogelmotte. Das nimmt super wenig Platz weg. Das ist vielleicht auch richtig cool für euch, wenn ihr gerne spielt. Ist halt ein Kartenspiel, ich sag mal so für Kinder ab 10, 11 Jahre, macht aber auch für Erwachsene richtig viel Spaß. Und ja, wie der Name schon sagt, Mogelmotte, du musst dich halt so ein bisschen gegenseitig bescheißen. Ich glaube, das ist an so einem Weihnachtsabend schon lustig, aber auch beim Zelten, wir lieben das. Das muss unbedingt noch erwähnt werden. Sehr cool. Und was ich noch ganz nett finde für Kinder ab einem bestimmten Alter, ein Schnitzmesser. Ja, aber ein gutes. Sonst landet das in meiner Fail-Folge. Aber ich würde sagen, da ist einiges genannt worden. Wir danken nochmal für die vielen, vielen Rückmeldungen, Fragen, Anregungen. Total spannend und deshalb auch echt eine ordentliche Folge voll mit euren Wünschen, euren Anmerkungen und unseren Informationen dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Und dann schaut auf jeden Fall auch nochmal in Evas Shop, würde ich sagen, wenn ihr noch ein paar Geschenkideen braucht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Neue Folgen von Campingkinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.